Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Sorry, dass ich euch gestern so abgewürgt habe, aber ich habe leider zu spät auf die Uhr geguckt und habe gesehen, dass mein Termin in knapp 10 Minuten war und deswegen musste ich rasen. Ich hatte einfach nicht auf die Uhr geguckt, während ich das nicht aufgenommen habe. Das hätte ich mal nicht machen dürfen. So, aber heute machen wir etwas länger dafür und da hängen so die paar Leute da. Wieso die Roboter da hängen, weiß ich nicht. Eigentlich wollten sie doch die Teile benutzen und dich habe ich gesehen da. Aber dich da oben nicht. Ach, das sind noch ganz viele. Uhuhu. Es könnte lustig werden. Zum Glück habe ich Ada nicht dabei, die würde jetzt ausrasten. Einfach cool bleiben. Einfach cool bleiben. Mr. Handy zermalmer. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Da ist Mr. Legendärer. Scheiße, ihr seid Kacke, ganz ehrlich. Könntet ihr aufhören, mich zu suchen? Was soll denn der Scheiß? Hab ich irgendwie Kryomin dabei oder so? Lasst euch mal wieder welche mitnehmen. Oder ich könnte mal wieder die Giftspritze verwenden. Aber beim Roboter geht das nicht so leicht. Oh. Oh nein, bitte. Ey, da hilf mir. Okay, du explodierst hoffentlich nicht. Lauf, Zero! Lauf einfach! Lauf und dein verdammtes Leben! Drei. Verdammt. Ich werde das noch hinkriegen, Freunde. Ich werde das mit dem Countdown noch hinkriegen. So. Wo ist das Viech jetzt? Geht's dir gut, Ada? Du hast dich nicht mal gewehrt, oder? Beschleunigt die Regeneration deiner Auktionspunkte. Aktionspunkte. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal Auktion sage. Übrigens bin ich fast tot. Yeah. Und ich bin abhängig. Oh yeah. Höchstwahrscheinlich nach Jet. Weil Jet ist immer so leicht. Oh. Ich glaube, der lebt nicht mehr. So. Okay, keine Ahnung, wo er hinguckt, aber er ist tot. Ah! Zeig dich. Los, wenn du dich traust. Wieso treffe ich sie nicht? Was zum... Was war das? So. Sehr schön. War da noch irgendwas? Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. War hier nicht noch ein stationärer Geschützturm? Ich kann dich hören. Wo ist denn diese stationäre? Da habe ich dich gefunden, Kleiner. Du entkommst mir nicht. Übrigens sind wir fast Level 52. Ist das nicht awesome? Wieso stehen hier zwei Power-Rüstungsstationen? Das gefällt mir gar nicht. Haben die etwa eine Power-Rüstung? Eine Roboter-Power-Rüstung? Was stimmt mit dir nicht? Seltsames Stück Holz. Da wippt es einfach mal so hin und her. Was soll irgendwas zum Einsammeln hier?
Ja, das nehmen wir doch mit, ne? Wieso nicht? Mein Schatten spinnt ein bisschen. Hier ist nur ein Motor drin. Gut. Ich mach das Licht lieber wieder aus. Wer weiß, wozu. Nur können wir halt weniger sehen. Aber es gab doch schon in Fallout 3 und Fallout New Vegas ein Perk. Cool. Da hat das Licht zum Beispiel nichts ausgemacht. Was bringt mir das jetzt hier zu sein? Ach so. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich überladen sein. Ach du Scheiße, man sieht ja gar nichts, ey. Hallo? Jemand zu Hause? Ich klaue eure Ventilatoren. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Ich muss doch irgendwo noch eine rumhängen. Kannst du mir nicht auch nicht erzählen? Ich habe Stimmen gehört. Ich hoffe, die waren nicht nur in meinem Kopf. Wieso ist da ein Terminal? Hier ist noch eine Tür. Expertenschloss. Das muss die andere Seite sein, die wir gesehen haben. Ja. Bitte. 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 Fester. Egal welches Rollenspiel ihr als nächstes macht, geschafft. Bitte keine Dietriche mehr. Oder lasst euch ja was anderes einfallen. Um die Dinge zu öffnen. Oh. Oh. Wozu habe ich mir gestern eine Rüstung erschietet? Ah, egal. Wo kommen wir dann hier hin? Haben wir halt zwei Rüstungen, wieso nicht? Bäh. Ach komm, ich bitte dich. Funktioniere doch. Ha! Schön. Ja, eigentlich ist uns ja schon mal so eine Rüstung abhanden gekommen, jedenfalls der Kopf davon. Haben wir den wenigstens wieder. Wieso ist die Tür offen? Ist hier jemand? Hallo? Der ist doch freundlich. Ich weiß nicht, irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht ist der Watz-Modus einfach nur in der Power-Rüstung ganz anders. Höre Musik. Und ein Ziel. Könnt ihr bitte die Musik ausmachen? Erstmal das Zeug geklaut. Okay. Wir suchen die Quelle der Musik. Eventuell ist das der Augenbot. Der ist da gefangen, ne? Er ist gefangen. Ist er auf meiner Seite? Ahab. Rede mit Jezebel. Okay. Und du? Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheits- und Gefahrenanalyse. Rot. Okay, ich verstehe. Wer ist Jezebel? Ist das die Maschine hier? Die hier Musik macht? Ja, lass mich in Ruhe. Ich werde mich erstmal hier umgucken. Ah, das Robohirn ist Jezebel. Ah, okay. Und der macht diese scheiß Musik. Okay, okay, mein Plan sieht folgendermaßen aus. Wir schießen ihm das Gehirn erstmal weg, also den Typen da oben.
Dann kümmern wir uns. Können wir das Gehirn eigentlich ausschalten? Nö. Easy. Halt die Fresse da unten, ey, ganz ehrlich. So, die Musik ist auch aus. Perfekt. Mehr wollten wir ja nicht. Ich muss nochmal meine Abhängigkeit loswerden, ne? Rust Devil's Terminal. Gehirn. Das Gehirn will nicht reden? Bringt es dazu. Schlagt das Glas ein und steckt eure Hand rein, wenn es sein muss. Die Gehirne geben eindeutig die Befehle. Da muss irgendein Signal in diesem schleimigen Rotzklumpen versteckt sein, das uns zum Mechanisten führt. Du hast bis morgen Zeit. Dann suche ich mir jemand anderen, der es erledigt. Und es wird dir nicht gefallen, wenn ich mir jemand anderen suchen muss. Erledige es einfach, Evay. Ah, Evay. Aber habe ich ihn getötet schon? Glaub nicht, ne? Augenbot. Wir haben jetzt das Gehirn, zerstört den Augenbot einfach. Ich habe es satt, ständig diese Meldung über den Mechanist zu hören. Dem Commonwealth Frieden bringen? Was für ein Haufen Scheiße. Auf jeden Fall habe ich Ideen, wie wir ein paar kranke Mods für das Ding bauen könnten. Ich möchte, dass du es bis morgen zerlegt hast, Evay. Ich glaube, Evay treffen wir ein anderes Mal. Auch Pläne. Okay. So, mein Kleiner, du bist frei. So. Eventuell baue ich gleich mal einfach mal... Oh, cool. Die Mods ein für die Powerrüstung. Verwende sie erstmal. Ich meine, wir haben 52 Kerne, die müssen weg. Also gut, Hirnkasten. Ivy sagt, ich soll herausfinden, wie du funktionierst. Also fangen wir mal an. Das ist völlig unnötig. Wir können diese doch recht unangenehme Situation sicher besprechen, bevor sie völlig aus dem Ruder gerät. Also, was genau hat diese Ivy denn gesagt, was sie tun sollen? Ganz einfach. Sie will, dass ich diese Glocke aufbreche, die du als Kopf hast, und herausfinde, wie dein Gehirn mit deinen Schaltkreisen verdrahtet ist. Vielleicht kann ich Ihnen hierbei helfen. Schließlich kann ich ja sonst kaum etwas tun, nachdem sie meinen Körper von meinem Rumpf getrennt haben. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Nur zwischen uns beiden. Was zum Geier ist ein Kompromiss? Redest du von Treten oder sowas? Gut. Ich muss das so ausdrücken, dass sogar ein Dummkopf wie sie es versteht. Dann eben so. Sie brauchen Informationen, die ihren Boss glücklich machen. Ich möchte mein Gehirn in einem Stück behalten. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Gut, ich höre. Ich verrate Ihnen alles, was ich über meine Bauweise weiß. Alles, was diese Ivy hören will. Und ich verspreche Ihnen, sie wird nicht enttäuscht sein. Als Gegenleistung bleiben Sie mir mit diesen Werkzeugen fern und bringen mich wieder zu meinem Körper. Sie bekommen, was Sie wollen. Und ich werde nicht seziert wie bei irgendeinem Laborexperiment. Abgemacht. Nun, das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Und Ivy wartet nicht gern. Weißt du was? Fang an zu reden. Dann höre ich auf zu bohren. Dann erzähle ich Ivy alles. Und wir werden sehen, wie glücklich sie ist. Aber erstmal lasse ich deinen Kopf in dieser Maschine. Nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Wie hört sich das an? Oh, wird wohl reichen müssen. Ich meine, ja, abgemacht. Okay. 53. Hat sie jetzt ein bisschen was davon erzählt oder nicht? Und was soll der Scheiß übrigens? Wieso bewegen sich die Dinger und was würde passieren, wenn sie mich treffen? Was bist du denn? Ach, die Gra... Wie fies ist das denn?
Kannst du bitte aufhören zu schwingen? Ich muss dich treffen. Mann! So. Das Ding wäre hier in die Luft gegangen und alles wäre zerstört worden. Eieieiei. So. So, von Roboter zu Roboter. Wie süß bist du denn? Sie sehen mir nicht nach einem Rust Devil aus. Was tun Sie hier? Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen Sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen Sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass Sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Aha. Wie könnte ich denn dir helfen? Wie in aller Welt sollte ich dir helfen? Sie hören mir zu? Wie überraschend. Ich nehme das als Geste des guten Willens und erkläre unsere potenzielle Abmachung. Also, wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit jemand mit Ihrer Rechenleistung das versteht? Um den Mechanist zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Aber Sie müssen zwei einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Wo ist der Typ hin, mit dem sie vorher die Abmachung hatte? Was ist mit dem passiert? Woher weiß ich, dass du die Abmachung einhältst? Gar nicht. Sie werden mir einfach vertrauen müssen. Also, abgemacht. Mann! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Nun gut, dann müssen Sie offenbar ein wenig nachdenken. Entscheiden Sie sich, ich warte. Ich gehe von hier ganz sicher so schnell nicht weg. Die wird mich doch verarschen. Die Musik bringt mich nicht gerade zum Nachdenken. Weißt du was, komm. Das Angebot steht noch, falls Sie interessiert sind. Sie schaffen mich hier raus und finden mir einen neuen Körper. Und ich öffne Ihnen die Anlage des Mechanist. Okay. Okay. Eine kluge Entscheidung. Sobald wir an unserem Ziel sind, gebe ich Ihnen zu gerne meinen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Und jetzt empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. Okay, wir haben den Kopf. Den Kopf können wir höchstwahrscheinlich an einen der Roboter anbringen, die wir zu Hause haben. Und dann schauen wir mal. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir hier raus. Beziehungsweise gehen wir erstmal hier rein. Weil hier oben war auch noch eine Tür, ne? Oder kam mir das nur so vor? Achten Sie auf die Stolperdrähte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. Was für Stolperdrähte? Die habe ich schon weggemacht, Trulla. Granaten auch. Toll, jetzt habe ich so eine Cortana im Kopf. Bestens. So, was steht denn hier? Von eBay, liest das! An den, der die Highscores gelöscht hat. Ich finde dich und reiß dir den Kopf ab, bis einer von euch es zugibt. Hände weg vom Terminal. Highscore? Holoband, Automatron, cool. Ja, das sind alte Cover, Freunde. So sahen die Cover damals wirklich aus. So, Automatron. Sentry, Assaultron, Mine,
Robobrain, Andy, iBot. Okay, das sind die Punkte, die wir bekommen. Um was geht's hier? Soll ich einfach nur flüchten oder? Nein. Achso, ich bin. Oh. Ich muss es mal realisieren, wo ich bin. Ja, nice, aber wie kann ich schießen oder so? Oder muss ich abhauen? Ah, ich soll die Menschen vernichten. Und dann? Ich begreife das Spiel nicht. Ich laufe hier einfach mal rein. Hä? Wo ist denn der Sinn des Ganzen? Ich kann doch nicht mal schießen oder so. Hier, spür mal in den Spitzenkopf. Bam. Future Retro. Hä? Okay, wir müssen die Menschen retten. Für die Roboter gibt es anscheinend Punkte. Die ich aber nicht begreife. Ups. Jetzt habe ich die Menschen gerettet und jetzt kann ich hier einfach gegen die Wand fliegen? Nö. Verstehe das nicht. Gibt doch keinen Knopf zum Schießen oder so. Ach! Ah, so funktioniert das. Ah, ja, ich begreife. Ich begreife. Oh Gott, verzieht euch. Okay, ich hab's jetzt erst kapiert. Ich hab's jetzt erst kapiert. So, ziehen wir es durch. So, wir retten kurz den Menschen hier. Wir dürfen die Menschen natürlich nicht abschießen. Bam! Achso, die können wir nicht töten anscheinend. Was zum Teufel hat mich getroffen? Ach, die Mine. Ich habe die Mine getroffen und die hat mich getötet. Oh, ich verstehe. Das Spiel ist cool. Hätte mir damals bestimmt auch sehr gefallen. Hier habe ich es geschafft, die Menschen nicht zu töten. Und dich lasse ich mal am Leben. Dann hole ich mal die Punkte. Oh, das war knapp. Ha! Hab sie alle ausgelöscht. Mit Hilfe der Minen, Alter. Okay. Oh! Da schießt irgendwas auf mich. Ich glaube, du bist ein böser Typ gewesen. Oh Gott. Ich darf die anderen Typen nicht treffen. Ach, ich kann die Typen gar nicht töten. Oh, das erleichtert natürlich alles. Um ein Vielfaches. Ah, so, Menschen retten. Menschen retten. Du bist kein Mensch. Cyborg oder was weiß ich. Sünd. So, Welle 6, Freunde. Welle 6. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Was ist das für ein Totenschädel? Achso, ich glaube, ein Mensch ist gestorben. Oh Gott, nein! Ich hab den nicht gesehen. So, Welle 7. Wir haben noch zwei Leben, das ist ja easy, Alter. Easy going. Oh. Das war übrigens kein Roboter oder so, das ist ein Assaultron. Also mittlerweile wird's echt schwer. Verfolgungsraketen. The fuck? Oh Gott. Hey, er hat die Typen getötet. Wie kannst du es wagen? Ui. Welle 9. Wie weit seid ihr schon gekommen, Freunde? Erzählt es mir. Habt ihr dieses Spiel schon gespielt? Und wie weit seid ihr gekommen? Oh. Ich bin gegen die Mine gelaufen. Na gut, quit the game, yes. Nehme ich an mich.
Punkte! Wieso stehe ich da nicht drin? Allein Punkte mit A Umlaut geschrieben. Ah, ein Safe. Bullshit. Geschafft. So, Splittergranate, Splittermine, Golduhr, ja, nehmen wir alles mit. Schauen wir mal, dass wir irgendwie hier rauskommen. Aber ich glaube, wir müssten gleich beim Ausgang sein, ne? Ich denke nicht, dass hier irgendwo noch Gegner sind. Safety first. Sie nehmen hier wirklich den Weg des größten Widerstands, was? Das war mein Handy. Okay, hier sind also doch noch Gegner. Ey, wenn da jetzt noch eine Powerrüstung ist, dann drehe ich durch. Okay, ich glaube nicht, weil die Tür viel zu einfach ist. Nö. Ich verziehe mich jetzt. Hier könnte ich ein bisschen an der Powerrüstung arbeiten, aber muss ich nicht. Das muss wirklich nicht sein. Ich sehe dich. Aggressorton, Dämon. Oh Gott, der ist ja legendär. Oh Gott, der wird wieder explodieren, ne? Scheiße, ich muss hier weg. Lauf! Okay, die legendären explodieren gerne. So viel wissen wir bereits. Oh Gott, ich muss hier weg. Hartnäckig. Das muss ich dir lassen. Wo ist denn dieser Legendäre jetzt schon wieder hin? Oh Gott. Da. Metallrüstung. Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Ja, fand ich schon immer cool, aber ist jetzt nicht so der Knaller, ne? Da gibt es schon bessere. Och man, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Du warst nicht mal in der Nähe, du Sack. Sonst wirst du jetzt schon längst tot. Zeig dich! Los! Wenn du dich traust, nichts mehr zu sehen von ihnen. Einfach alles mitnehmen, was die Jungs haben. Dann kann nichts schief gehen. Evays, war das Evay? Nero's Devil, achso, ich wollte schon sagen. Wäre ein bisschen zu leicht gewesen. Evays Terminal. Ich konnte doch eben gerade auch schon. Hä? Ihr habt doch die... Ihr habt doch die anderen Terminals auch gelesen, als ich in der Rüstung war, oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Oh, ich bin überladen. So, Mechanist. Wer ist dieser Mechanist? Seine verdammten Roboter sind überall. In jedem Schrottplatz, jeder Fabrik, sogar in diesem Robotics-Pionierpark. Wie bitte sollen wir Teile für unsere eigenen Bots finden, wenn dieser Loser uns an der Quelle abwürgt? Ist das nicht so, dass wir uns nicht wehren würden? Achso. Ist ja nicht so, als dass wir uns nicht wehren würden. Aber scheiße, wir erledigen eine Gruppe seiner Bots und 10 weitere tanzen an. Stellt der Typ die irgendwo am Fließband her? Ihn zu finden hat oberste Priorität. Was sollen wir denn sonst tun, während er unsere Pläne durchkreuzt? Wir werden ihn finden, einen Bot aus seinen Knochen bauen und den dann unseren Müll raustragen lassen. Ja, wieso nicht? Katastrophe vom Pionierpark. Karte aktualisiert.
Es war eine Routinemission zum Schrott sammeln. Wir wollten reingehen, uns die 4 Protectrons schnappen und wieder abhauen. Keine große Sache. Ich stelle mein Handy jetzt mal kurz auf lautlos. So. Keine große Sache. Gut, die Aufklärer vor Ort haben uns vor einer Todeskralle in der Gegend gewarnt. Wie auch immer, gegen unsere Bots könnte das Viech genauso gut eine Maulwurfsratte sein. Kein Ding. Wir konnten uns sogar reinschleichen und uns die Bots holen, ohne das Monster aufwecken. Und dann, als wir gerade die Bots rausschaffen wollten, griff uns eine Horde Mechanist-Bots an, die unsere Beute wollten. Weil das Universum einen kranken Sinn für Humor hat, weckte das die Todeskralle auf, also mussten wir uns um die auch noch kümmern. Hat uns 3 Männer und 2 unserer Bots gekostet, aber wir konnten eines der Robohörner des Mechanists lebendig einfangen. Hoffentlich führte es mich zu diesem Drecksack, der sich ständig in unsere Scheiß einmischt. Ja, ahab. Die Todeskralle, die meine Männer getötet hat? Hab seinen Schädel auf einen Bot gesteckt. Nicht auf irgendeinen, nein. Auf den ultimativen Todesbot. Ahab wird an meiner Seite sein, wenn ich den Mechanist finde und ihn dafür bezahlen lasse, was er den Rust Devils angetan hat. Ich hoffe nur, dass wir seine Knochen dabei nicht vollständig zermalmen. Aus denen würde ich gerne etwas Lustiges bauen. Ah, das war ein Todeskrallenschädel, den wir da bekommen haben. Cool. Achso. Mir überladen, da war ja was, ne? Ich könnte mal Red Ray gebrauchen, ne? So, haben wir hier irgendwas Schweres dabei? Wieso haben wir da so viele Sachen dabei? 10 Splittergranaten? Hui. Kleidung. Das hat natürlich ordentlich Gewicht. 15 Gewicht, Leute. 15. Das überlädt uns so krass. Hilfsmittel, Hundefutter ziehen wir uns rein. Das ziehen wir uns rein. Das. Dingdorn meinetwegen auch. Nuka-Cola, warum nicht? Das Steak, das schmutzige Wasser. Die Zuckerbomben, ziehen wir uns alles rein. Ah, Roboter-Reparatursatz. Diverses Schrott. Gewicht. Ich muss irgendwas Schweres. Beutel Düngemittel. Düngemittel. Das kann auch weg. Perfekt. Denn, wenn wir überladen sind, dann frisst die Powerrüstung mehr Energie. Ich weiß, wir kriegen noch einen Stärkebonus durch die Powerrüstung, aber 310. Ach Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir kommen irgendwie auf 250 oder so. Das ist ja crazy. Gut, Evay, ich habe dich zwar noch nicht gefunden, aber ich werde dich finden. Schauen wir mal, was wir hier alles noch finden können. Huch, die Gerätschaft ist offen, cool. Nehme ich. Noch irgendwas Verstecktes hier für uns? Ah, das sieht gut aus. Trotzdem, wir verlieren immer mehr Munition für unsere Waffe. Das heißt, eines Tages werden wir auf Null landen und dann brauchen wir eine Ersatzwaffe, bis wir wieder genug Munition haben. Oder wir wechseln natürlich auch einfach den Munitionstyp von unserer Waffe. Das habe ich gesehen. Die Falle ist doch entschärft. Oder ist da jemand schon durchgelaufen? Ich glaube, da ist jemand schon durchgelaufen. Ah, jetzt kommt diese dämliche Musik hier wieder. Hallo? Wirklich niemand hier? Dass man jedes Mal rausgehen muss. So, dann schauen wir mal.
Da sehe ich auch noch zwei. Da einer und da einer. Haben wir es endlich geschafft? Ja, haben wir geschafft. Easy. Ja. Turmsteuerung deaktiviert. Wuhu, alle Türme sind tot, aber wir deaktivieren sie trotzdem mal. Was für ein Bullshit. So, lass mich wieder meine Rüstung. Ich werde auf jeden Fall einen Stealth-Boy einbauen, denke ich mal. Einfach nur, damit wir mal eine Rüstung haben, die wir einfach mal benutzen. Huch. Er hat mich noch gar nicht gesehen. Cool. So, perfekt, die haben wir. Wie komme ich da hin? Wo läuft diese scheiß Musik, ey? Ganz ehrlich. Ah, das ist widerlich. Gut, jetzt brauchen wir nur eine Bowlingkugel, ne? Ich glaube, dass die Musik von hier kommt. Ja, ich habe sowieso schon einen Content-ID-Treffer. Dann brauche ich mir keine Hoffnung zu machen, glaube ich. Das müsste jetzt aber hier der Ausgang sein, ne? Wo geht's aber hier noch lang? So. Die Frage ist, muss ich dann den ganzen Weg nochmal hochlatschen? Nur wegen dieser einen... Naja, ob sich das gelohnt hat. Ja, doch. Meine MLG-Skills haben es mal wieder gezeigt. Es gibt immer einen Ausweg. Aber wenn wir da runter können, dann muss es doch irgendwo noch andere Wege geben. Das waren meine MLG-Skills, Freunde. Voll OP. Da brauchen wir noch ein bisschen Energie von unserem Fusionskern, was soll's. Basierend auf meiner begrenzten Erfahrung mit dir schätze ich unsere Chance hier rauszukommen auf 65%. Nicht optimal. Mehr Anstrengung würde vielleicht die Chancen erhöhen. Cooler Lichteffekt, muss ich schon sagen. Was? Da wollte ich gar nicht hin. Wollte die Lichter machen. Zigarettenautomaten. Aber wir sind doch schon fast draußen. Gibt es hier noch etwas Besonderes? Okay, wir sind draußen. Das war Ada. Iva, da bist du ja, meine Liebe. Ja, sie ist eine Frau. Bam, bam, bam. Ja, du hast bestimmt eine Power-Rüstung an. Kannst davon ausgehen. Alter, ich will hier einfach nur Licht machen. Ich will nicht in meinen Pip-Boy reingucken. Wieso bist du unter Strom gesetzt? Wenn ich einen Körper hätte, hätte ich sie selber getötet. Nun denn, dann ebenso. Gut gemacht, Mensch. Holy shit. Wusste ich, dass ihr zu zweit seid. Was hast du für eine Elektrorüstung gehabt? T-60 Torso? Tesla-Gewehr. Erhöht Energieschaden. Scheiße, ich muss alles mitnehmen. Bin aber bestimmt überladen, ne? Oh ja. Okay, wir kommen aber gleich zu Ada. Und Ada wird uns ein bisschen was abnehmen. Ja, man hat sie die ganzen Taschen. Und da liegt noch eine Waffe für uns drin.
Alter, was kriegen wir denn alles für geile Sachen? Ich muss sagen, der Wert, der Mod ist tatsächlich gerade für mich gestiegen. Obwohl, das ist nur ein billiger Fatman. Naja. Oh, ein Zollstock. Wer liegt denn da rum? Hast du da etwa geschlafen, du Depp? Aha. Kein Wunder, dass du tot bist. Erbeuterte Aggressor. Wird durch wiederholtes Nachladen aufgeladen. Je mehr Ladung, desto höher der Schaden. Verstrahlt Benutzer. Das ist eine Waffe. The fuck? Crazy. Hat das Ding unendlich Munition? Was für eine Munition braucht man für dich? Tesla-Gewehr haben wir gerade bekommen, ne? Verschießt eine elektrische Entladung, die auf andere Ziele überspringt. Ach, Zelle. Höchstwahrscheinlich braucht man für das andere Ding auch Zellen, ne? Zelle, ja. Also ich würde mal glatt behaupten, ich interessiere mich sehr für das Tesla-Gewehr. Das sieht nicht schlecht aus. Da kann man bestimmt was draus machen. Ach, in die Terminals kannst du so reingucken, ne? Aber der andere nicht. Höchstwahrscheinlich. Ach, bei Terminals, wo man sich hinsetzen muss, kann er nicht reingucken. Dann ergibt das alles wiederum Sinn. Ada! Ich komme! Halte durch! Ja, stimmt. Dich nehme ich auch mit. Oder was passiert? Ach, 448. Kann ich knicken. Wollte gerade sagen, was passiert, wenn ich mir noch ein bisschen Stärke gebe, aber das kann ich ja knicken. Weil selbst das da nicht ausreichen wird. Hey Ada, hast du da gut gechillt, ja? Hey. Ja. Aggressorton Klinge. Das ist ein Schwert. Cool. Das ist auch eine Waffe? Crazy. Na gut. Tesla T60. Ist T60 eine neue Rüstung? Ich glaube schon, ne? Scheiße, ich habe was von mir abgelegt. Nein! Was habe ich von mir abgelegt? Beschleunigt die Reaktion? Was von mir abgelegt? Keine Ahnung, wir werden es ja sehen. Oh nein, ich habe sie nicht mitgenommen, ne? Ah. Krass, sieht der denn aus? Endlich sind wir raus aus diesem Loch. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie schon fertig sind. Ich kooperiere erst, wenn Sie einen Körper bringen. Sorry, ich musste rein, um Ada zu holen. Ja, wir holen dir noch einen Körper. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Los geht's. Ich erledige das. So, sie ist wieder am Start. Und wir hauen ab. Yeah. Und zwar ab nach Hause. Wir werden ihr jetzt einen Körper besorgen. Aber nicht den von Ada. Ich glaube, ich bin zu weit. So, wo haben wir denn? Sanctuary Hills. Moral. Was ist denn mit der Moral nicht in Ordnung? 80% ist ja wohl gut. Ich bitte euch. Das ist dieser Energieverlust, ne? Haben wir den behoben eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass der Energieverlust das Ganze beeinflusst. Hoffen wir es mal nicht. Ja, das ist der Energieverlust. Ah. E-Start wieder. Nein! Warum?
Lass mich raten, du hast dich auch regeneriert, ne? Ja. Hauptsache, die Scheißrüstung ist wieder da. T60. Achso, das ist eine T60. Oh, okay, die Rüstung ist nicht neu. Ich will diese Scheißrüstung nicht. Welche Mod beeinflusst das bitte? Wer oder was ersetzt meine Rüstungen? Das heißt, ich darf meine Rüstung auch nicht verlassen. Jedenfalls, ich darf sie nirgendwo lassen, wo sie in Gefahr zu sein scheint. Gut. Verändern wir erstmal unsere Rüstung. Ich denke, es lohnt sich, das zu bauen. Was auch immer es ist. So. Modifizieren. Und dann muss ich unbedingt herausfinden, was von den Scheißteilen. Oder von den Scheißmods. Meine Rüstung zurücksetzt, wenn ich weg bin. Oder ich muss alle Mods deinstallieren. Und nach durchgehen, welches ist. Ich glaube, das werde ich in Angriff nehmen. Bringt ja nichts, wenn wir hier jetzt die ganze Zeit mit dem Scheiß beschäftigt sind. So, das hätten wir. Das könnte es sein. Die Mods mit den Farben. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Anderes kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Wie sieht's bei dem Tor so aus? Ich muss aber gleich eine Runde schlafen, kleinen Moment. Bleib cool, Rüstung, bleib cool. Ich sag dir, ich speichere jetzt hier ab und wehe, du verschwindest. Dann kriegst du aber Ärger mit mir. Nur weil ich einmal geschlafen bin, verschwindet die Rüstung. Das wäre ja ein bisschen Panne. So, warten wir mal bis 9 Uhr. Da müsste es ja wieder hell sein. Ich hoffe, es wird hell sein. Ah, perfekt. Sie wissen wirklich, was man alles mit einer Werkbank anstellen kann. Schon dabei bist? Nehmen wir Navy Clean. Ich weiß nicht wieso, ich glaube die anderen sind ein bisschen verbuggt. Ich glaube das Weiß gehört eigentlich gar nicht hin. So, dann der hier. Navy Clean. Der Helm, bringt das überhaupt hier auf Navy Clean zu gehen? Dann ist er weiß. Was, wenn wir den rot lassen? Und die Arme auch rot lassen. So. Dein linkes Bein behandeln wir natürlich auch um. Zack. Ist ja falsch hier. Was mache ich denn da? Blue Clean. Ja, Navy Clean. Und dann nur noch der linke Arm. Doch, der linke Arm. Der linke Arm ist richtig. Also, wie verrostet er bei MK1 ist. Oh, der Rost bleibt gleich. Egal. Naja. Zum Glück können wir den ja entfernen, ne? Wir können ja ein bisschen rumprobieren, es kostet mich ja nichts, Gut, gehen wir mal auf den anderen Arm, ne? Rechter Arm. Ja,
Dann gehen wir mal auf den Helm. Ich könnte ihn zum Beispiel weiß machen. Wir machen das mal so. Helmlampe. Rot, taktisch. So, dann haben wir den Torso. Da packen wir einen Blutreiniger. Staffboy, was? Kleber. Ich habe keinen Kleber mehr. Naja, gut, okay. Reparieren wir mal alles, ne? Ey, Schaden. So. So sieht unsere Powerrüstung jetzt aus. Ich will nicht dran arbeiten. Mann, was ist los? Ich hätte nicht gedacht, dass uns Kleber ausgeht. Ja, Freunde. Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ich gucke mal, ob ich irgendwas gegen das Verschwinden der Powerrüstung machen kann. Da guckt euch mal den Unterschied an, ganz ehrlich. Bei den Powerrüstungen. Vielleicht hätte ich gelb machen sollen. Vielleicht hätte ich gelb machen sollen. Jetzt haben wir schön rotes Licht. Jetzt ist überall, wo wir hinkommen, ist ein Puff. Oder bist das du, der hier alles verbuggt? Es kann sein, dass das diese Rüstung ist. Ist möglich. Und was soll ich mit dir machen? Was soll ich mit dir machen? Ich kann dich nicht einlagern, ich kann dich nicht verschrotten. Kann dich in den Baum stellen, ja. Bist du mit dem Baum verwachsen? Schäme dich! Rüstung, schäme dich! Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal alle Mods deinstallieren und gucken, ob ich da irgendwo eine Lösung finde. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.